Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Infamous. Die nächsten drei Parts werden kurz sein. Von Infamous und wo muss ich hin? Das passt mir gut. Auf jeden Fall hier hin. Weil da ist ein Nebenquest, das ich machen will. Hallo Zug. Ich bin gleich da. Hallo. Wo bist du? Ach nö. Und jetzt schleiden. Ich fahre Zug mit dem mit mir selber. Schienenwechsel. Du? Ein paar Wahnsinnige machen meine Klinik kaputt. Können Sie sich darum kümmern? Gut, das werde ich machen. Bitte, Sie müssen sie kriegen und meine Medikamente zurückholen. Her mit den Teilen! Ha So. Medizindiebe, ja, geschafft. Flump. Klinik freigeschaltet, das ist gut. Danke. Mit diesen Medikamenten kann ich viele Leben retten. So, da kann ich die Hauptmission weitermachen. Heißt, ich muss aufs Dach. Laut der neuesten CBB-Umfrage unterstützt die Bevölkerung die Regierungsmaßnahmen zur Abwendung der Katastrophe in Empire City. 94% der Bevölkerung glauben, dass die Quarantäne eine Katastrophe verhindert hat. 81% glauben, dass das Leben in Empire City wieder zur Normalität zurückgekehrt ist. Der Präsident hat die Umfrageergebnisse genutzt, um die Maßnahmen seiner Regierung zu rechtfertigen. Er sagte, die Menschen in Empire City könnten der Regierung vertrauen und die Situation sei unter Kontrolle. Ob man das glauben kann? Na, nicht wieder hoch!
Da fliegst du nun. Wow! Haha. Sich hinlegen ist nicht. Ich muss auf das Haus. Und schon bin ich wieder unten. Darüber. Mit der Hauptmission mache ich jetzt aber. Ich komme gerade von Ground Zero zurück und eine Menge Kinder da draußen frieren. Wenn sie etwas hergeben können, bringen sie es ihnen. Die Kinder brauchen es dringender als sie. Es muss nicht unbedingt Kinderkleidung sein. Alles hilft. Geben sie, was sie haben. Den Kindern ist es egal, ob die Kleidung passt oder nicht. Hauptsache, sie hält warm. Okay. Und ich würde sagen, hier mache ich einen Cut und bis zum nächsten Part.